Nur 300 Euro in der Tasche, aber ein neues Handy muss her. Auch hier gibt es attraktive Optionen für dich. Ein kleiner Hinweis vorweg, die Preise sind auf dem Stand Ende September 2022. Worauf achten Nutzer beim Handykauf? Das Wichtigste ist ja eigentlich das Display, der Akku, die Kamera und ob der Hersteller langfristig Updates bereitstellt. Und natürlich auch nice to have, wenn die Telefone bereits 5G besitzen. Genau das haben wir uns bei dieser Top-List auch angeschaut und sagen euch, wer da eine gute Figur macht und bei wem natürlich noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ein iPhone hat es leider nicht in die Auswahl geschafft, doch diese Handys können nicht nur durch ihren Preis überzeugen. Fangen wir an mit Platz 8, dem Motorola G52. Dank des sparsamen Snapdragon 680 Prozessor kannst du die 5000 mAh Akku voll ausreizen und kommst gut durch den Tag. Weniger berauschend ist hier die unterdurchschnittliche Kamera. Das 90 Hz OLED Full HD Plus Display bietet dir eine gute Anzeigequalität und ist daher ein Pluspunkt. Auf Platz 7 liegt das OnePlus Nord CE 25G. Hinter diesem etwas langen Namen verbirgt sich ein Mittelklasse-Schnäppchen mit solider 64 Megapixel Kamera und einem leistungsstarken MediaTek Prozessor. Speichertechnisch wirst du hier gut bedient. 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher sorgen für flüssige Bilder auf dem 90 Hz AMOLED Display. Lediglich die Akkulaufzeit haut uns nicht vom Hocker. Mit großem Display belegt das Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G unseren Platz 6. Der Snapdragon 695 und der 5G-Chip machen das Gerät schneller als zum Beispiel das Moto G52. Kreative Fotos ermöglicht dir die 108-Megapixel-Kamera. Schnellere Mobility-Titel kann dir das 120-Hertz-Display flüssig darstellen. Doch keine Sorge, trotz vieler Features wird dich dein Note 11 dank 5000 mAh Akku lange begleiten. Das Xiaomi Poco X4 Pro darf natürlich in unserer Liste der besten Smartphones für unter 300 Euro in 2022 nicht fehlen. Das riesige 120 Hz Display und die starke Hauptkamera machen dem Snapdragon 659 Beine. Als störend kann hier die im System verankerte Werbung im Dateiexplorer oder in den hauseigenen Apps empfunden werden. Dennoch ist das X4 ein guter Deal für deutlich unter 300 Euro. Hobbyfotografen wird Platz 4 interessieren. Das Xiaomi Mi 11 Lite 5G lässt mit dem 64 Megapixel Sensor gut Licht rein. Du kannst hier wirklich gute Ergebnisse erwarten. Der Snapdragon 87G hat für diese Preisklasse eine wirklich hervorragende Leistung. Allerdings liefert dir der Akku nur 4250 mAh. Hier musst du entscheiden, was dir wichtig ist. Diese Deals kommen und gehen. Doch am besten bleibst du einfach mit Handyhase auf dem Laufenden. Auf der Handy & Co. Seite unserer Webseite findest du immer die aktuellen Hardware-Deals, handpicked for you. Dann kommen wir jetzt zum Eingemachten. Unsere Top 3 Smartphones 2022 unter 300 Euro sind. Das Super AMOLED Display des Samsung Galaxy A33 bietet zwar nur 90 Hz, punktet aber durch die Anzeigequalität. Durch die optische Bildstabilisierung des 48 Megapixel Sensors machst du hervorragende Fotos. Der Exynos 1280 Prozessor ist das perfekte Match im diesjährigen Mittelklasse-Segment. Zudem bietet Samsung mittlerweile länger Updates. Verdienter Platz 3. Der Preis drückt letztendlich das Realme GT Master Edition auf Platz 2. Die beiden obersten Plätze waren echt knapp. Die Facts: 120 Hz AMOLED, superschneller Snapdragon 778G und eine super Kamera. Allerdings ist es etwas teurer als Platz 1. Platz 1 in unserer Liste belegt das Motorola Edge 20. Damit liefert Lenovo ein starkes Gesamtpaket mit einer exzellenten Kamera. Den gleichen Prozessor wie das Realme GT Master Edition. Kameratechnisch ist das Edge hinter dem A33 anzusiedeln. Das super Feature ist hier das schnelle 144 Hz Display, welches sich hervorragend für Mobile Gaming eignet. Zwar besitzt es einen etwas schwächeren Akku mit nur 4000 mAh, aber da es teilweise für unter 250 Euro zu finden ist, ein absoluter No-Brainer. Du musst bei Handys unter 300 Euro Abstriche machen, wie beim Akku, dem Display oder der Kamera. Doch die Geräte bringen heute schon einiges mit. Selbst 5G ist bei vielen an Bord. Bevor ihr die Geräte in den Warenkorb packt, achtet auch darauf, dass die Update-Politik des Herstellers cool ist und ihr über mehrere Monate und Jahre Aktualisierung erhaltet. Sonst wird aus dem vermeintlichen Schnäppchen nämlich schneller Alteisen, als einem lieb ist. Und die Ersparnis ist für die Katz, für den Hasen. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was euer Favorit aus unserem Ranking ist und welches Gerät ihr in der Liste vermissen würdet. Abonnieren, subscriben, schaut auf Social Media und